Moin! Moin! Wir zeigen euch QBMAG von HCM Kienzel. Das ist ein Solospiel. Genau, und zwar ein 3D-Puzzle mit einem besonderen Kniff. Und man hört ihn vielleicht schon, die Teile sind magnetisch. Da sind Magneten drin, die sich immer neu ausrichten, sodass man sie auch egal wie zusammenpacken kann. Es ist sehr befriedigend. Es ist ein es ganz klingt fantastisches toll und Gefühl. Es macht echt Spaß. Genau. Es gibt ein Aufgabenheftchen, da sind 130 mehr als 130 Aufgaben drin und Lösungen dazu. Und auf den leichten Schwierigkeitsgraden muss man gar nicht alle Teile verbauen, sondern es gibt eine Vorlage, was man verbauen muss. Genau gezeigt, nimmt das Rote, das Grüne und das Gelbe. Und dann wird die Form angezeigt. Manchmal gibt es noch Tipps, in welcher Position eine bestimmte Farbe beginnt. Und die anderen muss man dann noch hinkriegen. Und das ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick immer scheint. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und je schwieriger es wird, desto mehr Teile muss man verbauen. Und ja, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Also es macht echt Spaß. Und wenn man tatsächlich mal so ein bisschen Lust hat, so vor sich hin zu puzzeln, ich glaube auch für Kinder ist es ganz großartig. Das ist ab 6 Jahre und ich weiß noch, in meiner Jugend hatte ich sowas Ähnliches. Es hieß irgendwie Baumeisterspiel oder so, aber war natürlich nicht so coole Formen und es war auch nicht magnetisch. Also es gab schon viele Spiele dieser Art, aber ich finde, was die Praktikabilität angeht, ist das hier ganz, ganz weit oben, weil diese Magneten, die halten halt auch einfach. Ja. Und man kann sie, wie man möchte, anbringen. Das ist ganz, ganz groß. Ja. Super. Ja, das war QBMAG von HCM Kienzel.